Jetzt im Winter gibt es an den Gewässern besonders viele Vögel zu beobachten, weil neben den typischen Wasservögeln auch ganz andere Vogelgruppen da hier an die Ufer kommen, um Nahrung zu suchen, weil sie hier mehr zu fressen finden. Wir sind da an einem der Orte, wo ich als Kind begonnen habe, Vögel zu beobachten. Und ich versuche euch heute zu zeigen, was es hier Besonderes und Schönes gibt, besonders im Reich der Enten. Es gibt in Europa ungefähr 50 Entenvögel. Zu den Entenvögeln gehören nicht nur die Enten, sondern auch die Schwäne und die Gänse und die nächsten Verwandten aus dieser Gruppe. Wir können in Europa ungefähr 30 verschiedene Entenarten sehen, Enten im engeren Sinne. Und wenn wir da jetzt rausschauen, sehen wir zwei der großen Hauptgruppen der Enten, die Gründelenten und die Tauchenten. Diese zwei Gruppen, die unterscheiden sich im Körperbau, in der Lebensweise, zum Teil sogar ein bisschen in der Färbung, weil die Gründelenten, das sind die, wo die Männchen besonders bunt und farbenprächtig sind und wo der Unterschied zwischen dem Schlichtkleidermännchen und dem Prachtkleidermännchen besonders groß ist. Wenn wir da jetzt einmal rausschauen, sehen wir die häufigste Entenart, die häufigste Ente Europas und auch die größte Ente Europas. Das ist die Stockente. Die Stockente ist allgemein bekannt. Da befindet sich jetzt aber auch eine ganze Reihe an nahen Verwandten der Stockente, die allesamt zu den Gründelenten gehören. Die Schnatterente, die ist ganz in der Nähe da mit den Stockenten gemeinsam, wo das Männchen besonders unauffällig grau meliert gefärbt ist. Und dann sehen wir da auch noch die Löffelente mit ihrem besonders großen Schnabel, ein spezialisierter Filterapparat, mit dem sie kleine Lebewesen aus dem Wasser herausfiltert. Und die kleinste Ente Europas, da sind sie, die kleinste Ente Europas, die Krickente, eine bisschen mehr als amselgroße Entenart. Zu den Tauchenten gehört zum Beispiel die Reiherente, die wir hier sehen, oder die Tafelente, die Moorente, die Kolbenente. Der Hauptunterschied zwischen diesen Gründelenten und den Tauchenten, der besteht darin, dass die Gründelenten bei der Nahrungssuche meistens nur mit dem Kopf unter Wasser gehen, sich dabei aufstellen, Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe, während die Tauchenten zur Nahrungssuche ganz abtauchen. Beide Entengruppen können auch das andere, auch Gründelenten können vollständig unter Wasser tauchen und auch Tauchenten können gründeln, aber das kommt seltener vor. Und die Tauchenten, das sind jetzt da drüben diese kleineren, kompakter gebauten Enten, die liegen tiefer im Wasser, die tauchen eben vollständig unter, suchen unter Wasser nach Wasserpflanzen, nach Muscheln, nach kleinen Süßwassermuscheln häufig oder anderer tierischer Nahrung. Und damit sie untertauchen können, haben sie auch einen ganz anderen Körperbau. Die Beine der Tauchenten, die setzen weiter hinten am Körper an, weil sie unter Wasser auch zum Strampeln, zur Fortbewegung verwendet werden. Sie sind wie eine Schiffsschraube ganz hinten am Körper angebracht. Weil aber die Beine ganz hinten am Körper sitzen, haben die Tauchenten Schwierigkeiten, an Land zu gehen. Deswegen sieht man sie auch seltener an Land sitzen, weil sie sich ganz aufrichten müssen, um zu stehen. Während die Gründelenten die Beine in der Körpermitte haben und deswegen eine bessere Gewichtsverteilung haben. Eine besondere Gruppe unter den Enten sind die Säger. Von den Sägern gibt es nur drei Arten in Europa und da hier am Fluss schwimmen jetzt Gänsesäger. Die Gänsesäger sind als Enten erkennbar, aber sie unterscheiden sich ganz deutlich zum Beispiel durch die Schnabelform. Sie haben diesen ganz schlanken Schnabel mit kleinen Hornzähnen auf der Seite und einer nach unten gebogenen Hakenspitze. Was ist da los? Ah, das ist interessant. Das ist außergewöhnlich. Säger sind Fischfresser. Säger ernähren sich fast ausschließlich von Fisch. Sie tauchen nach Fischen. Und da draußen ist jetzt einer der anderen Enten die Nahrung abnimmt, ein Kleptoparasit. Das ist ungewöhnlich.
ein Gänsesägermännchen, das sich als Nahrungsräuber betätigt. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, für euch war auch was Interessantes dabei. Ihr seht, mitten im Winter kann man eine ganze Reihe verschiedener Vogelarten sehen. Und besonders bei den Enten sind jetzt sehr viele Arten da hier zu beobachten. Oh, 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 da ist noch was. Das ist super. Das freut mich. Das ist eine, wir nennen das eine intersexuelle Stockente. Das ist ein spannender Vogel. Diesen Vogel, genau dieses Individuum, habe ich vor über 10 Jahren, ich glaube es war 2008, das erste Mal hier fotografiert. Eine Stockente, ein Stockentenweibchen, das graduell Jahr für Jahr immer mehr aussieht wie ein Männchen. Es ist ein Weibchen, das das Gefieder eines Männchens annimmt. Ihr erkennt das als Weibchen, orange Schnabel mit dem schwarzen First, den nur die Weibchen haben, aber das Gefieder, das ändert die Farbe. Und zwar mit jeder Mauser wird der Kopf grüner, die Seiten werden grau wie bei den Männchen. Aber wenn ihr genau hinschaut, seht ihr noch braune Flecken im Kopfgefieder zum Beispiel. Und auch ganz spannend, wenn man die Schwanzfedern anschaut, die Erpellocken, die sind nicht ganz so stark aufgedreht bei diesem Entenweibchen wie bei den echten Männchen. Ein sehr, sehr spannendes Tier und schön zu sehen, dass es immer noch da ist. Okay, super.